Jetzt kommen die Milliardäre zu Bitcoin. Es sieht tatsächlich so aus, wie wenn der 10. reichste Mensch der Welt, Michael Dell, jetzt all in Bitcoin geht. Das ist super bullish und könnte den Bullenmarkt wieder voll beflügeln und Bitcoin auf die nächsten All-Time-Highs befeuern. Nicht nur ist sein Privatvermögen um ein Vielfaches höher wie das von Michael Saylor, auch die Marktkapitalisierung seiner Firma Dell ist um ein Vielfaches größer als das von MicroStrategy. Das Ganze hat wirklich God-Candle-Vibes. Es spricht sehr viel dafür, dass Michael Dell nicht nur privat Bitcoin kauft, sondern auch seine Firma Dell jetzt all in Bitcoin geht und den MicroStrategy Gameplan befolgt und die nächste große Bitcoin-Supercompany wird. Niemand kommt an Bitcoin vorbei und jetzt sieht es so aus, wie wenn die richtigen Big Player, die Giganten, zu Bitcoin kommen. Und das ist bullish. Hi Leute, ich bin der Marc und ich begrüße euch hier zurück auf dem Bitcoin Hotel YouTube Channel. Ich hatte gestern schon ganz kurz im Livestream erwähnt, dass Michael Dell sich positiv über Bitcoin geäußert hat und potenziell ein Bitcoin-Käufer ist. Mir war aber die Signifikanz des Ganzen gar nicht klar, deshalb habe ich nochmal nachgeforscht. Und ja, die Chancen sind definitiv gegeben, dass Dell, einer der größten Unternehmen der Welt, das nächste MicroStrategy 2.0 wird und den MicroStrategy Gameplan nachmacht, aber auf viel größerer Ebene. Samson Mao hat ja schon 2022 geschrieben, dass der Bullenmarkt voll in Gang kommt, sobald der zweite Michael Saylor zu Bitcoin kommt. Und jetzt, sehr, sehr unerwartet, ist der zweite Michael Saylor ebenfalls ein Michael, und zwar Michael Dell. Und das könnte wirklich Bitcoin wieder voll in Gang bringen, Bitcoin voll auf Kurs bringen. Weil erstens ist Dell ein signifikantes Unternehmen, auch damals bei Tesla, wo sie Bitcoin auf die Balance genommen hat, hat es wirklich große Wellen geschlagen und was Ähnliches könnte jetzt auch bei Dell passieren. Und zweitens haben sie auch riesen Cash-Reserven, nicht nur Michael Dell auf privater Ebene, sondern auch in der Firma haben sie riesen Cash-Reserven, die potenziell in Bitcoin allokiert werden können. Allein die Cash-Holdings von Dell sind 5,83 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, bei einer Inflation von 3% verlieren sie pro Jahr 174 Millionen. Und hier wäre es jetzt natürlich schlau, genauso wie Michael Saylor, der auch auf einem schmelzenden Geldhaufen saß, hier bei Dell auch den Bitcoin-Move zu machen und sein Geld von schmelzendem Fiat-Geld in Kaufkraft erhaltene Bitcoin zu wandeln. Aber bevor wir uns genauer anschauen, wie hoch denn jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeiten sind und was alles dafür spricht, dass Dell jetzt massiv Bitcoin kauft und all in Bitcoin geht, schauen wir uns nochmal an, wie es denn zu dem ganzen Thema gekommen ist und warum jetzt momentan so viel Hype um hier den 10. reichsten Mensch der Welt entsteht. Damals 2015 hat hier Michael Dell schon gepostet, Dell is now the largest merchant to accept Bitcoin internationally. Also sie haben 2015 schon Bitcoin akzeptiert. Seit 2015 hat man dann aber nichts mehr von Michael Dell zum Thema Bitcoin gehört. Das hat sich jetzt vor wenigen Tagen verändert. Aus dem Nichts hat hier Michael Dell den Tweet rausgehauen, Scarcity creates value, also Knappheit kreiert Wert. Darunter hat Michael Saylor geschrieben, Bitcoin ist Digital Scarcity, also Bitcoin ist digitale Knappheit. Und das Ganze hat Michael Dell dann geretweetet. Damit hat er bestätigt, dass er sich definitiv hier mit Bitcoin auskennt und dass er versteht, dass Bitcoin absolut knapp ist. Und wenn Bitcoin das Knappste der Welt ist und Michael Dell hier sagt, dass Scarcity, also Knappheit, Wert kreiert, dann bedeutet das auch, dass er ein potenzieller Bitcoin-Bulle ist. Klar, es braucht auch noch andere Eigenschaften wie einfach nur Knappheit. Nur weil etwas knapp ist, muss es nicht werthaltig sein. Wir brauchen noch einen Netzwerkeffekt, wir brauchen einen liquiden Markt, wir brauchen Nachfrage nach dem Gut. Und das in Kombination macht Bitcoin zu etwas sehr, sehr Wertvollem. Aber er hat ja schon mal verstanden, dass knappe Dinge schon mal besser sind wie ständig ausweitendes Geld. Und deshalb sind jetzt auch so viele Leute so bullish, weil jetzt Michael Dell wirklich den großen Bitcoin-Move machen könnte, wenn er das hier versteht, dass hier digitale Knappheit wirklich essentiell ist. Er hat hier sogar noch ein Cookie-Monster gepostet, das hier Bitcoins ist. Und wenn wir mal zurückgehen, Elon Musk hat damals auch immer kryptische Messages nach außen gegeben in Twitter oder an anderen Plattformen. Und was Ähnliches sehen wir jetzt hier von Michael Dell. Wir haben hier keine offizielle Bestätigung, aber wir sehen hier kryptische Messages nach außen. Und hier kann man jetzt reininterpretieren, was man will. Aber definitiv sind das hier potenziell bullische Anzeichen.
Schreibt mir mal unten in die Kommentare eine 1 rein, wenn ihr denkt, Michael Dell geht jetzt all in Bitcoin und macht massive Bitcoin-Käufe. Und schreibt mir mal eine 2 rein, wenn ihr denkt, das ist alles nur eine Luftnummer und der will uns hier alle nur verarschen. Würde mich sehr interessieren. Was hier ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, was hier massiv die Chancen erhöht, dass hier Dell wirklich den Bitcoin-Move macht und jetzt all in Bitcoin geht, massiv Bitcoin akkumuliert, ist, dass hier Michael Dell mit 58,9% Majority Stockholder ist von Dell. Und das ist ähnlich wie bei Michael Saylor. Er hat auch sehr viel Mitspracherecht bei MicroStrategy. Und für eine Bitcoin-Strategie ist es sehr, sehr wichtig, dass man hier wirklich die Mehrheit der Company hat und relativ einfach sich hier in Abstimmungen durchsetzen kann. Weil wenn man das nicht machen kann, dann ist es eine viel zu große bürokratische Hürde, Bitcoin in so einer großen Firma, in so einem großen Industriekomplex einzuführen. Aber Michael Dell hat hier mit 58,9% wirklich die Mehrheit der Anteile von seiner Firma. Und das bedeutet, wenn er wirklich will, dann kann er auch durchziehen. Und bei anderen Leuten, wie zum Beispiel Mark Zuckerberg oder sowas von Facebook, der sogar seine Ziege Bitcoin nennt, bei ihm ist es sehr, sehr schwierig, eine Bitcoin-Strategie durchzuführen, weil er kein Majority Stockholder ist, also nicht so eine hohe Prozentzahl an seinem eigenen Unternehmen besitzt bzw. darüber bestimmen kann. Und deshalb haben wir nicht nur dahinschmelzende Cash-Reserven von Dell, die dafür sprechen, dass sie Bitcoin kaufen, sondern auch die großen Anteile von Michael Dell an seiner eigenen Firma selbst sprechen dafür, dass er hier den Bitcoin-Move macht. Zusätzlich muss man noch dazu sagen, dass Michael Dell einen sogenannten Control-Vote hat. Das ist sowas wie ein Vetorecht, mit dem er jederzeit solche Bestimmungen durchsetzen könnte, also Bitcoin ganz, ganz einfach implementieren kann. Dell ist hier aktuell 78,6 Mal größer als MicroStrategy, bevor sie Bitcoin gekauft haben. Und bei so einer Entscheidung ist auch der First Mover Advantage ganz, ganz entscheidend. MicroStrategy hatte hier wahrscheinlich den höchsten Hebel. Sie hatten hier den krassesten First Mover Advantage. Dann gibt es so Unternehmen wie DeFi Technologies, Semler Scientific, Metaplanet, die jetzt hier MicroStrategy gefolgt sind. Die haben auch noch einen sehr, sehr hohen Hebeleffekt, einen sehr, sehr hohen First Mover Advantage. Und auch Dell könnte noch von diesem Effekt profitieren, aber dieser Effekt wird über den Verlauf der Zeit immer schwächer. Aber Dell könnte hier trotzdem den First Mover Advantage ausnutzen, weil wenn sie nicht nur wie Tesla einfach Bitcoin kaufen, sondern den MicroStrategy 2.0 Gameplan durchziehen und vielleicht sogar gehebelt in Bitcoin gehen, dann können auch sie Profiteur von dem Mega First Mover Advantage sein, weil sie dann die größte Firma der Welt sind, die eine proaktive Bitcoin-Strategie fährt. Wenn wir hier mal schauen und mal das Ganze vergleichen, hier DeFi Technologies hat hier für 7 Millionen Bitcoin gekauft. Das ist natürlich sehr, sehr lächerlich, also nicht wirklich relevant. Dann Semler Scientific 190 Millionen, schon etwas relevanter. Metaplanet 10 Millionen, das ist auch nicht wirklich relevant. Spannend wird es, wenn wir jetzt hier mal MicroStrategy mit Dell vergleichen, weil Dell ist hier wirklich eine ganz, ganz andere Liga wie Semler Scientific, DeFi Technologies, Metaplanet. Aber Dell ist auch eine ganz, ganz andere Liga wie MicroStrategy. MicroStrategy hatte 2020, also bevor sie Bitcoin in ihrer Firma implementiert hatten, da hatten sie eine Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden US-Dollar und sie hatten eine Treasury, also Reserven von 425 Millionen US-Dollar. Und jetzt schauen wir mal, 2024 hat sich die Marktkapitalisierung verzwanzigfacht. Und die Treasury, die Reserven, haben sich verdreiunddreißigfacht. Hier die Marktkapitalisierung mittlerweile von 1,3 Milliarden auf 25,67 Milliarden gestiegen. Und die Treasury von 425 Millionen auf 14 Milliarden gestiegen. Das sind ganz, ganz andere Hausnummern hier. Und wenn wir das mit Dell vergleichen, dann sehen wir, dass Dell hier nochmal in einer ganz anderen Liga spielt. Das ist wie wenn wir vergleichen Regionalliga mit Erste Bundesliga oder vielleicht Zweite Bundesliga mit Erste Bundesliga. Wie gesagt, hier bei MicroStrategy sind wir aktuell bei einer Marktkapitalisierung von 25 Milliarden und Dell hat hier einfach mal eine Marktkapitalisierung von 102 Milliarden, heißt mehr als das Vierfache. Und hier in der Grafik kann man das auch sehr, sehr schön sehen. Das seht ihr ganz links, 1,3 Milliarden Marktkapitalisierung von MicroStrategy 2020. Das war natürlich mini. Dann hier 2024 schon etwas relevanter mit 25 Milliarden Marktkapitalisierung. Und jetzt hier der ganz große fette Balken in Rot neben Michael Dell hier. Von Dell, seiner Firma, mit einer Marktkapitalisierung von 102 Milliarden US-Dollar. Hier sieht man einfach die Vergleiche. Wenn man das hier vergleicht, dann merkt man wirklich, hier kommen jetzt die Big Player zu Bitcoin.
Der Elefant hat jetzt den Raum betreten. Hier sieht man noch das Privatvermögen von Michael Dell im Verhältnis zu Michael Saylor. Michael Saylor hat hier ein Privatvermögen. Das ist hier etwas schwierig aus der Grafik auszulesen. Ich glaube, das müssten so um die 4, 5 Milliarden sein. Und wenn wir hier schauen, was Michael Dell hat. Michael Dell hat hier definitiv über 100 Milliarden Privatvermögen, also eher Richtung 110 Milliarden. Es ist schon ein relevanter Unterschied hier zwischen Michael Saylor und Michael Dell. Und deshalb hier auch die Einschätzung von Fred Krueger. Dell könnte, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach mal Smashboy, zack, 20 Milliarden in Bitcoin allokieren. Und das ist nur sein Privatvermögen. Was er dann mit seiner Firma macht, das kommt noch on top dazu. Er könnte auch so wirklich seine Firma nochmal stabilisieren, seinen Business Case nochmal besser machen. Durch Bitcoin könnte er vielleicht noch mehr Kunden gewinnen. Wenn Dell hier all in Bitcoin geht, dann ist mein nächster Rechner definitiv ein Dell-PC. Es würde gar keinen Sinn machen, dass Michael Dell hier in Twitter solche hieroglyphischen Nachrichten einfach postet und über Bitcoin redet, wenn er nicht insgeheim schon irgendeinen Plan hat, irgendeine Idee. Und wenn er hier auch 2015 schon Bitcoin-Zahlungen angenommen hat mit Dell, dann hat er sich vermutlich auch über die letzten Jahre sehr, sehr stark mit Bitcoin beschäftigt. Aber vielleicht war die entscheidende Orange-Pille noch nicht dabei. Vermutlich würde er jetzt von irgendjemand georange-pillt. Niemand weiß, wer das war, aber das Interessante ist, dass wir immer mehr Leute aufpoppen sehen, die zack, hier öffnet sich einer für Bitcoin, da öffnet sich eine Firma, hier öffnet sich noch ein Milliardär, da noch ein Millionär. Und das ist einfach die Game-Theorie von Bitcoin, dass du dich von Bitcoin nicht verschließen kannst, sondern du musst dich öffnen. Und die Leute, die sich als erstes öffnen, profitieren am meisten. Michael Saylor konnte mit MicroStrategy bei 9.000 US-Dollar knapp Bitcoin kaufen. Michael Dell, wenn er jetzt all in Bitcoin geht, bekommt dann eben Preise zu rund 70.000 US-Dollar. Im langen Kontext wird es vermutlich immer noch ein sehr, sehr guter Einstieg sein. Wenn wir genügend Likes haben, dann steigt definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass Michael Dell all in Bitcoin geht. Und wenn ihr nicht wollt, dass Michael Dell all in Bitcoin geht, dann schreibt mir es zumindest in die Kommentare. Bis dann, peace out.